Was geht, Jungs? Willkommen zu der offiziellen 2022 Rage to Game Room Tour. Wir starten gleich dort, wo ich vor 2 Jahren gestartet bin. Und zwar vor 2 Jahren habe ich damals gezeigt, dass aus diesem Wasser kommt. Und wisst ihr was? Es kommt immer noch Wasser raus. Es hat sich nichts verändert. Wow! Wisst ihr was? Meine Hände sind gerade voll. Wir müssen das irgendwie die Tür anders aufmachen. Okay, ich schaff's das. Bruh! Jetzt kommen wir zum nächsten und auch noch zum einzigen Raum in dieser Roomtour. Und zwar den Raum, in dem ich mich jeden Abend in den Schlaf heule. Wir starten hier mit der Tür. Hier seht ihr irgendwelche Klappenmotten, die ich seit 2 Wochen nicht mehr angezogen habe und auch wahrscheinlich niemals wieder anziehen werde. Die sind gebraucht und hängen hier einfach nur oben. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Entweder kann dann wirf ich sie irgendwann mal in die Waschmaschine, aber da ich faul wie scheiße bin, wird das wahrscheinlich niemals passieren. Dann gehen wir weiter hier zu dieser geilen Pflanze. Ich habe die damals in Ikea für 2 Euro gekauft, die war damals so winzig. Digga, was ist da passiert? Für 2 Euro wächst einfach ein halber Baum in meinem Zimmer. Wow! Was mich natürlich sehr freut. Oh scheiße, die fällt gleich runter. Und hier haben wir ein paar Games. Keine Ahnung, ich bin immer noch sehr stolz auf meinen, 3 Euro Einkauf hier. Das hat sich wirklich gelohnt. Geh wieder rein, ein Stück Scheiße. Und hier zu meinem random Fernseher haben wir die PS5. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für schmutzige Dinge tun musste, um an die zu kommen. Kurze Backstory, wie ich sie bekommen habe. Ich habe für über ein halbes Jahr jeden Tag jeden einzelnen Elektronik gemacht, in meiner ganzen Stadt und Umgebung angerufen, bis endlich mal einer gesagt hat, yo, ich habe sie da. Ich dann so zugeschlagen. Hier haben wir die PS2, was immer noch eine komplette Legende ist. Und hier haben wir auch eine sehr große Legende, die PS3. Hier ist eine komplett random Switch. Hier, da kann ich mein Handy aufladen. Hier unten haben wir irgendeinen random Laptop. Hier haben wir meine Pikachu Nintendo 64. Und hier noch ein paar andere Dinge, die komplett eingestaubt sind. Hier haben wir das PS5 Pulse 3D Headset, welches ich noch nie in meinem ganzen Leben benutzt habe. Ich habe sie noch nicht mal mit der PS5 verbunden. Das bedeutet, es war auf jeden Fall für 100 Euro gutes Investment. Hier da hinten mein alten Nintendo 3DS, der komplett die ganze Zeit. Ich habe den seit, glaube ich, 2, 3 Jahren nicht mehr benutzt und ist die ganze Zeit mit dem Strom verbunden. Ich glaube, wenn ich den anschalte, explodiert er, aber das ist okay. Hier haben wir ein paar random Controller. Zu denen zwar eine kleine Backstory. Und zwar wo ich meine PS3 gekauft habe, waren 2 Controller dabei. Einmal der hier links einen Joy-Con Rift hat und man ihn deswegen nicht benutzen kann. Und hier der rechte, der bei den Joy-Cons die ganze Zeit richtig sticky ist. Ich habe schon versucht, den abzuwaschen, aber es funktioniert irgendwie nicht ganz. Wie es ausschaut, hat der Vorbesitzer das sehr oft drauf. Baba Bowie. Hier haben wir irgendwelche komplett random Ladekabel. Hier meine komplett alte Kamera. Ich weiß nicht, warum ich die drin habe. Was haben wir noch? Hier ein Nintendo 64 Controller. Da hinten sollte noch irgendwo ein PS2 Controller rumschwirren. Ja. Und oh mein Gott. Das ist ein offizieller McDonald's Pommeshalter. Seitdem ich dieses Ding habe, hat sich mein Leben um 20 Milliardenfach verbessert. Ich hab's nie benutzt, wieder rein mit dir. Dann geht's hier weiter an irgendeinem random Schrank. Ich habe noch nie geschaut, was da drin ist und ich habe auch keine Ahnung, was da drin ist. Aber ist auf jeden Fall voll. Hier haben wir einen Tisch, weil es ein Tisch ist und ja, es ist einfach ein Tisch. Wow! Hier haben wir noch einen zweiten Schrank, in dem ich nie reingeschaut habe. Mal sehen, was passiert, wenn ich den jetzt öffne, was da drin ist. Digga, ich hab wirklich keine Ahnung. Oh mein Gott, da sind alte Lego-Figuren drin. Moment mal, was? Oh stimmt, ich habe die Figur irgendwann einmal OVP gekauft, weil ich gedacht habe, die steigt im Wert. Hab reingekackt mit dem Investment, okay. Hier haben wir einen kleinen Bruchteil meiner damaligen Lego-Sammlung. Held der Steine hat mich dazu motiviert, die alle mal wieder aufzubauen. Dieses Bett habe ich circa vor einem Dreivierteljahr bekommen. Und rat mal, was jetzt schon passiert ist, weil ich so... Baba Bowie. Wir setzen uns das einmal drauf. Ja, es macht Geräusche. Hier haben wir meinen PC-Stuhl, der irgendwie ein bisschen schon scuffed ist. Und ich habe den Stuhl umgeworfen. Perfekt, Jungs. Jetzt zu meinem Lieblingspart am ganzen Zimmer. Die 4 Löcher in der Wand. Ja, ich weiß, andere zeigen euch ihre 5 Millionen Euro Luxusuhren oder ihre Autos. Ich zeige euch die Löcher in der Wand. Wir machen eine kurze cinematische Aufnahme von denen, okay? Baba Bowie. Auf diesem Regal sehen wir 3 original verpackte österreichische Regenbogen-McDonalds-Gläser. Und das Ding da... Wie ich schon damals vor 2 Jahren gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht einfach nur sehr cool aus. Hier haben wir eine Sanduhr, ich weiß nicht, warum die hier steht, aber wir drehen die mal um. Wir haben ein Rage to Game Leuchtschild,
was ich, glaube ich, noch nie aktiviert habe in meinem Leben, ist eine Batterie drin. Und zur großen Überraschung, es sind keine Batterien drin. Hier haben wir kleines Lama, großes Lama und Big Chunk ist Baby, oder? Aber jetzt zu meinem Setup, mit dem ich beschissenen Content produziere. Also hier haben wir ein großes Galaxy Mauspad. Ich habe keine Ahnung, warum Galaxy ist. Es ist einfach Galaxy. Hier haben wir die beste Maus aller Zeiten, die Razer Naga Trinity. Wenn die Kamera mal fokussieren würde, würde man sehen, dass sie da langsam dreckig wird. Ich habe keine Ahnung, wie ich das fixen soll. Es ist mir auch eigentlich egal. Hier haben wir Razer Tastatur. Mein Mikro, welches ich manchmal falsch eingestellt habe, das ist perfekt. Hier mein Headset, das ist wahrscheinlich das beste Headset, was man so von Razer bekommen kann. Ich liebe es einfach, ihr wisst. Und sieht hinten noch irgendwelche random Boxen einmal hier und genau unter den Löchern. Hier meine Kamera, welche ich wirklich zu schätzen gelernt habe. Ich küsse dich. Hier haben wir ein Screen Deck, was ich nicht mal zur Hälfte eingestellt habe. Und jetzt hier haben wir Elgato Keylights. Und ich bekomme immer, wenn ich hier sitze und streame, komplette Augenschmerzen. Hier haben wir natürlich zwei Monitore. Kennt ihr diese Roomtours von den ganzen reichen Streamern und YouTubern, die ganzen Kabel irgendwie so versteckt hat, dass man sie nicht sieht? Das ist nicht die Realität. Ich zeige euch jetzt, was Realität ist. Das ist Realität. Oh ja, Jungs, das ist Realität. Und ich weiß nicht, warum meine ganze hintere Wand ist komplett aufgescratcht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Warte, vielleicht ist es unten auch aufgescratcht. Ja, komplett hier alles dreckig, meine Wand. Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, aber es passiert. Und hier haben wir noch einen random Nagel in der Wand, der nirgendwo hinführt. Das ist einfach nur ein Nagel in der Wand. Ich weiß nicht, warum hier ein Nagel in der Wand ist. Es ist einfach ein Nagel in der Wand. Oh, und um nicht zu vergessen, hier ist auch noch irgendein random Nagel in der Wand. Ich weiß einfach nicht, warum. Nägel sind Nägel. Lass Nägel Nägel sein. Nägel sind einfach in der Wand. Und ja, das war eigentlich alles, was ich zeigen kann. Ich frage mich, ob ich mal mehr Gaming-Videos wieder aufnehmen soll, aber das Problem ist, der Gaming-Markt ist einfach im Arsch. Bis wahrscheinlich wieder in 8 Monaten. Keine Ahnung.